Hallo und willkommen zu einem weiteren Faktenvideo. Ich glaube, das letzte Faktenvideo war eines der ersten Videos, die ich so in dem Stile aufgenommen habe. Finde ich cool. 50 Fakten, um genau zu sein. Fakt Nummer 1. Ich bin schlecht im Improvisieren. Ich plane aber auch nichts. Fakt Nummer 2. Ist schon ein Weilchen her, dass ich das aufgeschrieben habe. Es gab mal eine Zeit, wo ich überall in allem, was passiert ist, überall 187 gesehen habe. Heute ist es nicht mehr so präsent, aber es war eine Zeit lang sehr, sehr stark präsent. Fakt Nummer 3. Ich habe starke Zahnprobleme. Jetzt sehen meine Zähne eh nicht so geil aus, weil ich heute noch nicht Zähne geputzt habe und ich bin schon eine Zeit lang wach. Ich habe schon ein paar Videos aufgenommen. Ich habe ziemlich krasse Zahnprobleme und zwar, weiß ich nicht. Habe schon zwei Zähne rausgezogen bekommen und als ich 16 war, glaube ich, waren hier die vier Zähne hier vorne zur Hälfte schwarz runtergefressen. Und die müssen jetzt alle 2 Jahre gerichtet werden, weil es immer wieder anfängt und ich kann nichts dagegen machen. Fakt Nummer 4. Ich muss 24/7 Musik hören. Wirklich 24/7. Das geht so weit, wie ich sitze hier, höre Musik und denke so, ja, ich muss jetzt einkaufen gehen. Dann mache ich die Musik lauter, dass während ich mich anziehe, draußen in den Nebenzimmern auch was höre. Und dann hole ich mein Handy, meine Kopfhörer, die meistens in der Küche liegen. Nehme dann mein Handy, warte so, bis es connected mit Spotify, mache dann erst die Kopfhörer rein. Und dann stecke ich rein sofort, damit die Musik sofort switcht auf die Ohren. Dass ich nie eine freie Sekunde habe ohne Musik. Das ist weird. Fakt Nummer 5. Ich war früher immer der Scheiße erzählt hat. Ich habe früher immer sehr gerne Geschichten erzählt. Nur habe ich sie präsentiert, als wären sie echt gewesen. Also nicht immer, aber ziemlich oft. Wenn mal irgendwas zur Thematik gepasst hat und die Geschichte, die ich im Kopf hatte, war nicht ganz so cool, habe ich sie ein bisschen ausgeschmückt. Also eine Grundwahrheit war immer drin, aber ich habe sie gerne ein bisschen ausgeschmückt. Also ich war der Scheiße-Laberer. Fakt Nummer 6. Ich liebe nichts mehr als Bananenmilchshake, wenn es um Milchgetränke geht. Gott, ich liebe Bananenmilchshake. Fakt Nummer 7. Ich liebe es, das frische, knusprige Croissant vom Bäcker schönes, kaltes Kabermilch zu tunken und zu essen. Während ich das erzähle, kriege ich Speichelfluss. Es ist unfassbar lecker. Fakt Nummer 8. Ich lese wie ein Grundschüler. Ich glaube, so einen ähnlichen Fakt hatte ich im letzten Video. Ist zu lange her, kann mich nicht mehr dran erinnern. Fakt Nummer 9. Ich hasse Kaugeräusche, Essensgeräusche oder sonst irgendwas. Stellt euch vor, jemand sitzt neben euch und isst die ganze Zeit Chips. Das ist ätzend. By the way, ich mag keine Chips. Fakt Nummer 10. Ich bin ein fucking Langweiler. Ich gehe viel zu ungern raus und bin wirklich, wirklich gerne bei mir in der Wohnung. Da fühle ich mich am wohlsten. Fakt Nummer 11. Ich hasse Vodafone. Fakt Nummer 12. Ich habe Angst vor Brombeeren. Nicht, weil sie bedrohlich oder so aussehen oder sonst irgendwas. Ich habe mal ich liebe Brombeeren. Oh, Brombeeren vom Geschmack her sind Top-Tier. Ich habe mal Brombeeren gegessen. Eine ganze Zeit lang, sehr viel. Und das gleiche gilt auch mit Himbeeren, vor denen habe ich auch ein bisschen Angst. Aber die haben halt so ganz kleine Körner. Extremst harte, kleine Körnchen. Und hier irgendwo zwischen den Zähnen ist dann mal ein Brombeerkern so tief drin stecken geblieben, dass es die Zähne so nach auseinander gedrückt hat. Und ich habe es bei Gott nicht rausbekommen. Dieser Kern ist drin geblieben für mehrere Stunden. Dann ist er irgendwann rausgebrochen und ein Stückchen Zahn ist auch mit rausgebrochen. Ergo habe ich da genau so ein großes Fach, so ein großes Loch drin, wo jedes Mal, wenn ich Brombeeren esse, da wieder ein Kern reinkommen kann und das dann sich so drin verheddert, dass ich es nicht mehr rausbekomme. Ich habe früher fast täglich Brombeeren gegessen, jetzt kann ich es nicht mehr. Manchmal esse ich es noch, aber dann meistens nur auf der Seite oder zerdrück's mit der Zunge. Auf der rechten Seite kommt kein Brombeerzeug mehr hin und Himbeeren. Aber die sind beide so geil. Passt auf, wenn ihr die isst. Fakt Nummer 13. Herr Giga ist mein Lieblingskünstler. Fakt Nummer 14. Ich habe sehr viel Drogen ausprobiert. Wenn ihr wissen wollt, welche genau, ich habe mal ein Drogenvideo gemacht, das relativ lang war, aber auch ziemlich cool, falls ihr das nicht kennt oder wieder vergessen habt, schaut es euch an. Meine Lieblingsdroge war LSD. Heute nehme ich gar keine Droge mehr. Fakt Nummer 15. Ich glaube an Geister, weil ich habe mal einen Geist gesehen und die Person, die mit mir im Zimmer war, hat genau das gleiche gesehen und wir haben gleich angefangen zu schreien, also das war für mich quasi der Beweis. Vielleicht erzähle ich mal darüber in einem Video. Fakt Nummer 16. Ich liebe es, alleine zu wohnen. Ich liebe es, wirklich alleine zu sein, aber es gibt einen riesen Nachteil. Wäsche machen. Ich hasse es, runterzulaufen in den Keller, Wäsche reinzustopfen, 2 Stunden später wieder runterzugehen und alles aufzuhängen. Ich weiß nicht. Wäsche machen ist somit das Uncoolste, was man in der Wohnung machen muss. Fakt Nummer 17. Ich habe sehr, sehr lange sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Ich trinke heutzutage immer noch ein bisschen Alkohol, aber lang nicht mehr in den Maßen wie damals. Das war wirklich viel. Und das war wirklich täglich viel. Fakt Nummer 18. Ich stehe absolut auf Dämonologie, Satanismus und den Christentum. Interessiert mich als Thematik sehr.
Aber ich glaube jetzt nicht irgendwie an Gott oder Teufel und bete irgendwen an. Fakt Nummer 19. Ich hasse Fortnite. Fakt Nummer 20. Ich liebe schwarzen Humor. Fakt Nummer 21. Gläser und Tassen stehen bei mir im Schrank mit der Öffnung nach unten, dass der Boden nach oben zeigt. Ich finde das super eklig, wenn man die Öffnung nach oben zeigt, weil, weiß nicht, da kann Staub reinkommen oder sonst irgendwas. Und wenn man dann irgendwas reinmacht, dann bleibt der Staub drin und den trinkt man dann. Und auch wenn es nach unten steht, hebe ich kurz das Glas hoch und dann puste ich kurz rein. Fakt Nummer 22. Ich hasse Rätsel. Vielleicht, weil ich aber auch zu dumm dafür bin. Fakt Nummer 23. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr im Schwimmbad. Grund dafür, als letzte Mal, als ich im Schwimmbad war, hatte ich den miesesten Krampf der Hölle. Ich hatte noch nie so eine steinharte Wade. Ich hatte das Gefühl, dass ich fast ertrunken bin. Ich bin raus, lag auf dem Boden, hab rumgeschrien. Meine Kollegen drücken auf mein Bein rum und sagen, die haben mich ausgelacht. Das war ein Trauma. Seitdem war ich nie wieder im Schwimmbad. Und das ist wirklich schon sehr lange her. Fakt Nummer 24. Ich hasse fucking nochmal diese Gangster-Rap-Kacke. Digga, Alter, diese Aussprache und diese Musik-Scheiße. Das war kein gangsterisch. Ich hasse es auf jeden Fall. Fakt Nummer 25. Ich rede viel schneller, als ich denke. Dann kommt manchmal auch ziemlich viel Kacke bei raus, die ich gar nicht so meine und ein bisschen anders formuliert hätte werden können. Ja, ist vielleicht manchmal ein Problem. Fakt Nummer 26. Die ersten Bands, die ich hörte, waren in der Reihenfolge. Rammstein, Marilyn Manson, Die Ärzte. Und ich... Umf. Und früher lief ja noch Metal im Fernseher. Also, ja, woher sonst hätte ich Marilyn Manson kennen können. 2004 kam das Lied von Slipknot Duality raus. Und ich bin mir so sicher, dass das ab und zu im Fernseher lief, auf Viva, ich das als kleiner Junge gesehen habe und ich es geil fand. Ich fand's richtig geil. Aber ich habe nicht aktiv angefangen, Slipknot zu hören. Das kam erst später. 2-3 Jahre später. Fakt Nummer 27. Bleiben wir gerade bei der Musik. Ich habe 2019 92 Stunden Ostfront gehört. 92 Stunden Ostfront. Ich habe die davor schon krass gehört, aber ich hatte nie eine CD von denen und als ich mir dann Spotify 2019 geholt habe, habe ich mich sofort in jedes einzelne Lied von ihnen reingelegt. Und 2020 war es auch in den Top 10 meiner meistgehörten Lieder. Ich höre ziemlich oft die gleiche Musik. Fakt Nummer 28. Ich habe irgendwie ziemlich oft das Gefühl, dass ich gleich am Umkippen bin, mein Herz aufhört zu schlagen oder Blutdruck viel zu niedrig ist. Das habe ich schon seit sehr langer Zeit und als ich mich damals getestet habe, dann war so die Meinung, dass es psychischer, auf psychischer Grundlage gilt. Also ist das alles rein psychisch, aber für mich fühlt es sich viel zu real und ich hasse es. Ich hasse es. Es geht sogar so weit, dass ich schon so krasse Lähmungserscheinungen in meiner linken Körperhälfte bemerke. Und ich hasse es, verdammt nochmal. Ich kann das nicht ausschalten. Fakt Nummer 29. Ich gebe viel zu viel Geld für mein Hobby aus. Wirklich viel zu viel Geld. Ich habe gar nicht so viel Geld, wie ich ausgebe, verdammt nochmal. Ich mache mir ziemlich viel Schulden, aber ich habe halt Bock drauf. Also mir nicht Schulden zu machen. Zum Beispiel hier Greenscreen mit diesen Softboxen, dieses fucking teure Mikrofon und dann kann ich nicht mal streamen. Das Leben ist scheiße. Aber es macht Spaß, sich dann immer die Videos anzuschauen und die Qualität zu sehen, außer was der Greenscreen angeht. Seitdem ich in OBS-Studios aufnehme, ist der Greenscreen noch schlechter geworden und ich habe ja leicht grüne Haare noch ein bisschen. Ich bräuchte eine Kamera, die eine bessere Qualität hat, damit das nicht mehr so funkelt, aber bis ich die habe, vergeht noch einige Zeit. Fakt Nummer 30. Ich hasse enge Boxershorts. Ich glaube, jeden, den ich kenne, der hat immer diese ganz dünnen Boxershorts an, die so richtig eng liegen und so. Und ich finde, man hat gar keine Freiheit mit seinem Ding. Das ist immer eingeklemmt, so dass man es nicht mag. Da muss man immer hinfassen und das zurechtdrücken, das absolut scheiße ist. Ich mag diese schlapprigen, lockeren Boxershorts, wo man dann einfach, außer man trägt eine Skinny Jeans, so wie ich, dann kann man einfach so, wenn er falsch liegt, so machen. Schon hängt alles wieder wie normal. Alles super. Ich hasse enge Boxershorts. Hey, Fakt Nummer 31 ist, dass ich nochmal viel Alkohol trinke. Yay, ich hab's zweimal aufgeschrieben. Fakt Nummer 32. Ich mag Xbox mehr als PlayStation. Fakt Nummer 23. Ich hab schon wieder aufgeschrieben, dass ich Essensgeräusche hasse. Es ist jetzt schon ein paar viele Wochen her, vielleicht sogar ein paar Monate, dass ich das hier aufgeschrieben habe, aber gerade mal 5 Fakten weiter zweimal das gleiche geschrieben, verdammt nochmal. Gebert, was ist mit dir los? Fakt Nummer 34. Ich höre zu, sagen wir mal, 90% nur deutsche Musik. Fakt Nummer 35. Ich kann kein Smalltalk. Ich kann kein Smalltalk. Wenn mich jemand fragt so, jo, wie geht's? Sag ich gut. 3 Stunden später komme ich vielleicht mal auf die Idee. Oh, ich kann ja auch fragen, wie es dir geht. Ja, es kommt vielleicht manchmal so rüber, als ob ich kein Interesse an dem Gegenüber habe, aber
ich vergesse einfach nur Fragen zu stellen. Ich meine, man kann ja auch selber anfangen, danach über sich zu reden, oder? Wartet nicht immer auf die Gegenfrage. Fangt dann einfach an zu reden und redet weiter, okay? Fakt Nummer 36. Der Name G. kommt von der ersten Berufsschule, die ich war. Von der zweiten. Nevermind. Und zwar stand dann der Lehrer vorne und hat dann den ein oder anderen aufgerufen. Und zwar Patrick S. Peter Z. Peter E. Und dann kam halt ich, Gabriel G. Weil mein Nachname ist auch mit G. Und so habe ich mir dann den Namen Gabriel G. gegeben, aber jetzt nenne ich mich ja Gebert im Internet, also heiße ich jetzt Gebert G. Aber mit EH, weil vielleicht Twitch und YouTube das nicht mögen, weil das sexualisiert ist und so. Und es hat rein nichts mit Sexualität zu tun, mein Name. Deswegen habe ich jetzt EH genommen, damit YouTube und so nicht rumficken kann. Fakt Nummer 37. Ich liebe den Herbst. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Wobei der Winter auch schön ist, sehr schön. Aber ich mag den Herbst mehr, es ist so trist, kahl und tot. Meist immer so eine leicht kühle, feuchte Luft. Und dunkel. Ich liebe es. Fakt Nummer 38. Ich hasse es, wenn jemand sagt, schockschwere Not. Geht doch vergraben. Fakt Nummer 39. Fakt Nummer 40. YouTube ist langweilig geworden. Fakt Nummer 41. Ich bin wahrscheinlich der vergesslichste Hurensohn auf dieser Welt. Hier steht, ich gebe viel zu viel Geld für mein Hobby aus. Das ist schon die dritte Sache, die doppelt ist, verdammt nochmal. Fuck. Da fällt mir ein, ich könnte mal wieder ein Ragebär drehen. Ich weiß nur nicht, über was ich mich aufregen soll. Fakt Nummer 42. Sobald ich mich irgendwie schlecht fühle, so irgendwie starkes Kopfweh habe oder irgendein Stechen irgendwo ist, was unerträglich ist, denke ich sofort, ich werde sterben. Ich habe irgendwie so eine ganz komische Psyche. Ich spüre meinen Körper viel zu viel, das ist uncool. Ich hasse das! Fakt Nummer 43. Supernatural ist neben Digimon die beste Serie überhaupt auf diesem Planeten. Fakt Nummer 44. Warum habe ich Kopfhörer in meinen Videos auf? Auch in den Videos, wo ich kein Gameplay oder so zeige. Ich meine, jetzt könnte ich easy ohne Kopfhörer hier meine Videos machen, oder? Ich höre aber nebenbei Musik. Das entspannt mich immer. Meistens immer so Lo-Fi oder Game-Musik von Final Fantasy oder irgendein Digimon-Spiel oder sonst irgendwas. Das beruhigt mich halt immer während dem Sprechen. Und ich höre mich dann ein bisschen weniger, wenn ich spreche, weil ich mag es nicht, wenn ich mich selber höre und spreche. Dann komme ich selber durcheinander. Dann achte ich nämlich drauf, wie ich spreche und dann vergesse ich das, was ich sagen wollte. Und das hätte ich so nicht aussprechen können, wenn ich auf meine Sprache geachtet hätte. Guck, jetzt fängt's wieder an. Jetzt mache ich mir drüber Gedanken, jetzt achte ich wieder drauf und dann kann ich wieder nicht reden. Deswegen ist es gut, was im Hintergrund zu haben, wo ich mich dann ablenken kann. Und im Nachhinein hoffe ich einfach nur, dass ich richtig spreche, weil ich nicht wirklich drauf achte. Ihr müsst damit klarkommen. Fakt Nummer 45. Ich habe auf meinem PC mindestens 8 fertig geschriebene Songs. Sie aber noch nicht aufgenommen. Aber ich habe das Instrumental, ich habe das fertig geschrieben und ich habe Bock, das aufzunehmen. Nur bei den meisten denke ich mir, das ist zu viel Gesang drin. Kann ich nicht wirklich mit meiner Stimme vereinbaren. Vielleicht mache ich das ja irgendwann oder so. Aber es macht super viel Spaß, das zu schreiben. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass das echt coole Songs sind. Ich finde es nur schade, dass ich sie so nicht rausbringen kann, wie ich sie will. Aber wenn dann irgendwelche kommen, habt ihr vielleicht Ohrenkrebs, aber ich habe wenigstens ein cooles Lied gemacht, was alles dran cool ist, außer die Stimme. Fakt Nummer 46. Ich bin traurig. Fakt Nummer 47. Dieses Video kommt an meinem Geburtstag, also am 28.03.22. Dieses Video wurde aber aufgenommen, 7-8 Monate zuvor, was gerade ziemlich weird ist, aber ich habe die Fakten auch schon 2 Monate oder so schon her aufgeschrieben, bis 43 oder so. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt ist gerade wieder mein Videoaufnahmetag, also bevor die Zettel noch länger hier rumliegen, nehme ich das jetzt einfach auf, mach's fertig, lade schon mal hoch, aber schalte es erst frei am 28.03. Also wird das ziemlich witzig, wenn ich jetzt in über einem halben Jahr sehe, wie dieses Video hochgeladen wird, freigeschalten wird, also ziemlich cool. Fakt 48. Fakt 48 existiert nicht. Fakt Nummer 49. Die Top 50 Fakten an meinem Geburtstag habe ich von Gaffi geklaut. Der macht auch immer jedes Mal an seinem Geburtstag Top 50 Fakten. Jetzt mittlerweile nur noch Top 22 Fakten, weil er langsam keine Fakten mehr findet. Aber ich denke, bei mir wird das noch eine Zeit lang gehen. Ich glaube, er hat schon 5 oder 10 Videos davon. Und da es erst mein zweites ist, werden wahrscheinlich noch ein paar kommen. Also jedes Mal am Geburtstag. Fakt Nummer 50. Wenn ich mir eine Videoidee aufschreibe, kann es sein, dass sie bis zu 6 Monaten oder länger einfach versauert auf dem PC oder auf dem Zettel, je nachdem, wo ich sie aufschreibe, oder auf Memo, wenn ich sie aufnehme, sprachlich, kann es sein, dass sie echt lange da liegt. Hier zum Beispiel die Digimon-Evolutionsserie. Jedes Spiel chronologisch aufgelistet. Habe ich schon seit so langer Zeit, seit 6-7 Monaten hier rumliegen. Ich nehme es einfach nicht auf. Andererseits gibt es aber auch Videoideen, die ich aufschreibe und direkt am nächsten Tag schon aufgenommen habe. Also ich habe noch sehr viele Videoideen, die ich nicht aufnehme, weil ich einfach nicht den Vibe drauf habe gerade.
Und falls das mit dem Digimon-Video schon hochgeladen wurde, das ist bestimmt absolut fantastisch. Schaut es euch an, verdammt nochmal. War ziemlich viel Arbeit, weil es gibt nicht wirklich eine Liste im Internet, wo alles wirklich dasteht. Es steht da PS1-Games, PS2-Games, diese Games, aber nie wirklich so nacheinander, weißt du? Hat Spaß gemacht, das rauszusuchen. Ich habe nur keinen Bock, es aufzunehmen. Das war's mit dem Fakten. Top 50 Video. Gebert aus der Zukunft, der gerade dieses Video schaut. Falls du dieses Video schauen solltest, warum sollte ich meine eigenen Videos schauen? Vor allem, wenn sie so lang gehen. Ich schaue selten meine Videos selber an. Gib mir High Five! Yeah! Wir haben Club 27 überlebt. Jetzt kannst du beruhigt sein und weitermachen mit dem, was du willst. Viel Spaß mit dem Picknick-Song. Den werde ich da bestimmt noch haben. Und abonniert Gebert. Oh, wir singen in den